Muhahaha. Ne, Klippenläufer? Ich wollte schon sagen, ignoriert er mich jetzt, oder wie? Habe ich das zu verstehen? Und natürlich holst du mich eine Schnauze! Stör meine Mission nicht! Ich muss euch doch alle retten! Alle! Alle! Obwohl, die meisten sind nicht mehr zu retten. Und hier wären wir mal wieder. Mal wieder. Mal wieder. Mal wieder. Mal wieder. Mal wieder. Kurbel? Wo war die Kurbel? Da. Ich hätte dich schon fast übersehen. Hallo Lavageräusch, hallo Gegner in der Nähe und... was auch immer. Oh, hallo, was auch immer. Obwohl, du bist Gegner in der Nähe. Du bist nicht was auch immer. Ja, genau, knie dich nieder vor mir. Eure Erlöserin ist da. Egal. Ja, nackter Typ liegt hier immer noch rumher. Na du? Komm zu mir durch Feuer und Krieg. Ich heiße dich willkommen. Oh, habe ich mich gerade erschrocken. Takatur, du Penner. Böse. Kannst du doch nicht machen. Oh. Chicken hat doch schwache Nerven, wenn auf einmal irgend so ein Typ anfängt zu labern. Ja, irgend so ein Typ. In Klammern du. Oh, ich bin nicht irgend so ein Typ. Ich bin ein Hütchen, irgend so ein Hütchen. Willkommen, Mond und Stern. Ich habe einen Platz für dich bereitet. Ach wirklich, hast du das? Ich habe auch einen Platz für dich bereitet. In der Hölle. Ich bin hier, um dir eine Lösung zu geben. Da du hier korrumpiert wurdest. Was eigentlich im Grunde unsere Schuld ist. Ja. Wir haben ja damals gesagt, ey, Dagot-Ua. Bringe Seelenschutz zur Kammer der Herzen. Gemeinsam werden wir die verfluchten falschen Götter befreien. Hier, Dagot-Ua, passt mal auf die Dinge auf. Kagrenax-Werkzeuge. Dann sind wir zum Tribunal gegangen und bla bla bla. Haben wir alles in den Dokumenten erfahren. Hätten wir sie von Anfang an zerstört, wäre das hier niemals passiert. Ja. Niemals. Ich brauche Mana. Warte, ich habe doch noch hier so. Ne? Im Grunde machen wir hier eigentlich unsere eigenen Taten. Verbüßen wir. Ein Vampir.
Kann ich nicht durch die Tür angreifen? Willkommen, Nereva. Gemeinsam werden wir Recht über das Land sprechen und die verfluchten Hunde des Kaiserreiches aus Morrowind vertreiben. Ja, schön für dich. Ich bin wirklich in die richtige Richtung gelaufen. Ist da oben noch eigentlich was? Ach, könntest du aufhören, immer so zu labern? Du erschreckst mich! Ich hab doch schwache Nerven. So schwach. So schwach. Oh! Das ist jetzt total schlecht. Nicht einfach hier so aufblinken. Böse. Alles liegen lassen. Scheiß drauf. Lehrling. Einfach mal an ihm vorbeirennen. Upsi. Ach, scheiß drauf. Wow. Wie man wieder angelaufen kommt. Mr. Letzter Arsche-Vampir. Du willst es aber auch wissen, ne? Blutring. Vielen Dank dafür. So. Gehst du so das sechste Haus und den nicht betrauerten Stamm? Komm sichtbar zu mir und nicht verborgen. Ich bin sichtbar. Ich habe keinen Unsichtbarkeitszauber benutzt, ne? Aber auch egal. Ich glaube, Corpus hat dich blind gemacht, Mister. Flammenbrust. Brauche ich nicht. Was ist das? Alles reparieren, alles muss repariert werden, alles muss repariert werden. Es war gar nicht so viel, das repariert werden musste. Kann ich vielleicht noch irgendeine Fähigkeit steigern, damit ich Level 48 da reingehe? Ja, Level 78. Sicher checken. Schleichen, aber dazu sind alle tot. Athletik braucht immer tausende Jahre, um zu steigern. Ich könnte einfach mich heilen, 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 oder auch nicht. Egal. Licht verlasst mich nicht. Ja, durch Illusion steigert sich aber nicht mein Level, ne? Also, nachdem wir jetzt nun alle 7 Aschevampire getötet haben, sollte Dagotur eigentlich um einiges geschwächt werden sein. Eigentlich. Denn, wieso eigentlich? Es gibt da so einen kleinen Bug. Nenne ich das mal.
Was willst du erklären? Ich bin nicht so gut in Erklären. Und zwar werden die... einige der... ja... Attribute und... ne? Keine Ahnung, wie man das nennt. Geschwächt. Jedoch, das Skript, das dazu das macht, Skripts funktionieren nicht bei NPCs oder Kreaturen, die noch nicht im Spiel geladen wurden. Oder meine Schnelligkeit. Ja. Oh, wie soll ich das am besten erklären? Also, die Aschevampire zu töten wird Dagoth Ur nicht schwächen, wie es eigentlich sollte, da die Skripte... das Skripte hier... um... die Dinger zu senken... in seinem Falle wird Stärke, Willenskraft, Schnelligkeit, Lebensenergie, Magie und Ausdauer um gewisse... Zahlen reduziert mit jedem Tod. Aber da er sozusagen noch nicht im Spiel geladen wurde, weil wir noch nicht bei ihm waren, funktioniert das nicht. Damit es funktionieren hätte würden, müssten wir zuerst zu Dagoth Ur gehen und dann die Aschevampire töten. Dann würde es ordnungsgemäß funktionieren. Aber hey, scheiß drauf, ich bin fast 48. Ja, das ist immer so ein Problem mit... Skripts. Ich könnte natürlich auch, wenn wir jetzt gleich zu Dagoth Ur gehen, einfach die Konsole öffnen und sagen, hey, führe das Skript aus, aber... Na komm, wäre doch langweilig. Wir haben es uns noch nicht gar nicht angeguckt, oder? Seelenschutz. Eine halbe Million! Ach, das ist ein Pfifferling für mich. Ich habe hier... über 2 Millionen Draken in meinem Haus bei Balmora. Schildreflexion. Pestresistent. Blitzresistent. Feuerresistent. Frostresistent. Magieresistent. Giftresistent. Ich frage mich, wieso pestresistent? Wir sind denn ihre Varine? Na? Wir haben Pestimmunität. Da hat Bethesda wohl nicht ganz nachgedacht. Seelenklinge. Magie festigen. Ah, sehr schön. Lebensenergie festigen. Angriff festigen. Ist auch mal sehr schön. Schnelligkeit festigen. Das ist doch was noch Schöneres. Ja, Geschicklichkeit. Wie viel bist du wert? Na, genauso viel wie er. Und die wiegen so viel. Oh. Ausdauer entziehen. Ja. Natürlich wird der Handschuh ausgezogen. Ja, das heißt, ich müsste nachher am besten Blaubrand kurz ablegen. Wenn wir dann in die Kammer gehen, um das Herz zu vernichten. Damit wir die beiden Dinger benutzen können.
Wir wollen ja nicht sterben. Oder? Oder? Wollt ihr, dass Chicken stirbt? Ich denke nicht. Und was ist mit dir? Ja, bei dir kommt hier die Hilfe zu spät.